Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu meinem zweiten Projekt Magica. Okay. Ich hoffe, es läuft einigermaßen flüssig. Ich bin nebendran nämlich noch Star Wars Knights of the Old Republic am Rendern. Wie gesagt, ich hoffe, es läuft flüssig. Als erstes würde ich sagen, die Musik mal wieder ein klein wenig leiser stellen. So. So ist wahrscheinlich gut. Okay. Spiel. Bla bla bla. Grafik. Ist auch okay. Lassen wir erstmal alles so. Abenteuer. Gut. Ich habe noch überhaupt keine Ahnung von dem Spiel. Ich habe das von einem Freund bei Steam empfohlen bekommen. Und denke, wir probieren das zusammen mal aus. Neue Kampagne. Aha. Ich hatte mal einen Charakter erstellt gehabt, aber noch nicht gestartet. Kann man den noch irgendwie löschen oder so? Ah, das ist ja... Ah, logisch. Ja, das ist ja ein neuer. Ich weiß gerade gar nicht, was man hier machen soll. Also gut, ich nehme jetzt einfach mal ein. Nein, den wollte ich nicht. Nochmal zurück. Anpassen. Oh. So, anpassen. Den nehmen wir. Okay, und dann starten wir mal zusammen das Spiel Magica. Verweilt ein wenig und lauscht auf. Dann erzähle ich euch eine Geschichte. Sie handelt von Kerkern und Kriechechsen, Großorks und Goblins, Ghulen und Geistern, Königen und Erkundungen. Aber zuvorderst von Zauberern und von Zauberern eben. Es war einmal ein Land, Name Midgard. Dort lebte ein mächtiger Zauberer namens Grimnir, den es drängte, die Magie in all ihren Formen zu beherrschen. Mit diesem Wissen um Zaubersprüche aus längst vergessenen Zeiten hätten die Zauberer des Ordens der Magie allen Landen ewigen Frieden schenken können. Aber der Orden der Magie fühlte sich von seinen Bestrebungen bedroht. Es wurden Ränke geschmiedet, ein heimtückischer Plan ward geboren. Und so kam es, dass Grimnirs Anhänger aus dem Orden flogen. Und er selbst ans Weltenende verbannt wurde. Für immer. Und das alles nur wegen seines gefährlichen Wissensdurstes. Da Grimnirs abnorme Ambitionen zerschmettert dalagen, war die Welt sicher. Wieder einmal. Abgesehen von den vermehrten Monsterbesuchen bei den armen Dörflern. Und abgesehen vom Kriegsherrn Khan, der die Orkstämme vereint hatte und nun die Prachtstadt Havindir bedrohte. Aber im dunstigen Glanze von Schloss Aldirheim, dem Sitz des Ordens, schickte sich ein brillanter Lehrmeister mit seinen Elite-Eleven an, zu verhindern, dass sich die Welt jemals wieder ändern sollte. Und zwar für immer. Yeldai, ji flat o ji vanul vampir. Niva fladas batzen havindi o yelp odir. Sehen hastig ode. Gimir bots, monster iskogen, odir yalp. Ji flat null vampir, nis batzen havindir. Das scheint anscheinend nichts zu bringen, wenn ich das jetzt alles, übersetze auch noch, weil, wenn der im Hintergrund hier redet. Gut. Wie gesagt, ich habe noch überhaupt keine Ahnung von dem Spiel. Scheint lustig gestaltet zu sein. Okay. Dann reden wir doch mal hier mit unserem Lehrmeister. Jimena nu! Nis batzen havindir! Odir halb jast!
Also gut, ich muss anscheinend zum König. Oder beziehungsweise der König braucht meine Hilfe. Schauen wir doch mal. Helde, look near dunke dunke Midgar Jelpenfest. Alhaster, Bioster. Hallöchen, die Typen. Ach, ich kann das gar nicht übersetzen, wenn er das gerade wegklickt. Gut, da geht's anscheinend runter. Na dann, auf geht's. Surrender! We started Dunker Dunker. Okay, die sind anscheinend am Feiern gewesen hier. Yeah, I read it behind Ooster. Blind Ari, Balex Petra Klettertun, Gimir Ooster. Okay, und irgendein anderer holt gerade anscheinend Nachschub oder so. Oh, je Gravner, je Skarpenede! Gut, da ist was schiefgegangen. Moje Bronerut! Spatterenberger, Jimmy Hohlplanker! Ja, jetzt lassen die den einfach da unten, oder wie? Secret Order, a Banana! Das Passwort lautet Banane. Na dann los. In Magicka experimentiert man mit Kombinationen von bis zu 5 Elementen und Zaubern zu erschaffen. Das Experimentieren ist ein wichtiger Faktor. Es gibt tausende von Kombinationsmöglichkeiten. Aber um überhaupt Elemente beschwören zu können, benötigt man einen Stab. Hol dir einen aus dem Waffenlager. Also so einen hier. Gut, also Stab, Typ Stahl. Eigenschaften heilt, wirkt gegen Gift, fügt untoten Schaden zu. Gegenteil Arkan. Na dann. Den Stab, dein Schutz scheint bei dir Schaden verursacht zu haben. Dein Sturz scheint bei dir Schaden verursacht zu haben. Mit deinem Stab kannst du dich jetzt selbst heilen. Beschwöre ein Lebenselement, indem du W drückst. Schön. Jetzt hast du ein Lebenselement in deiner Zauberleiste. Wirke es auf dich selbst, indem du das mittlere Mausrad drückst. Prächtig. Du bist vollkommen wiederhergestellt. Jetzt nutze dein Schwert und... das Mikrofon ist im Weg. Um das Seil zu kappen, das den Weg aus dem Raum versperrt. Halte die Umschalttaste gedrückt und drücke die linke Maustaste, um dein Schwert zu benutzen. Na, dann gucken wir mal. Okay, ich habe kein Schwert, ich habe einfach eine Waffe. Okay. Na, dann gehen wir doch mal weiter. Bam, 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 bam. Okay. Ein Zauberer mit so einer Magnum. Was? Beschwöre 5 Erdelemente, halte dafür die rechte Maustaste gedrückt, um den Zauber aufzuladen. Ist der Zauber aufgeladen, lasse los und entferne sie. Okay, Erdelemente mit D. 5, was? 3 Erdelemente. Verstehe, okay. Man kann diese Zauber auch miteinander mixen. Ich muss nur ein bisschen weiter vorgehen. So. Feuer verursacht irgendwas, okay. F. Ist noch cool. Okay. An diese Spielweise muss man sich erstmal ein bisschen gewöhnen. Kontrollpunkt. Auf der anderen Seite des Abgrunds ist eine weitere Fackel. Die führt einen Sprühzauber oder so weit entfernt ist. Kombiniert Erde und Feuer, um einen Feuerball zu erzeugen. Dieser kann dann wie ein Erdgeschoss abgefeuert werden. Na dann, probieren wir doch mal. Erde und Feuer kombinieren, also D und F. Ja, funktioniert doch gut. Blitz, okay. Da muss ich wahrscheinlich jetzt hier mit A dran gehen. So. Na, super. Kontrollpunkt. Das Wasser hat einen Robe nass gemacht und wie jeder weiß, ist es eine schlechte Idee, mit Elektrizität zu hantieren, wenn man nass ist. Trockne dich, indem du Feuer beschwörst und auf dich selbst wirkst. Hinweis, diesen Trick solltest du nicht versuchen, wenn du bereits trocken bist. Wahrscheinlich fängt man dann selber an zu brennen.
Also, jetzt wieder Elektrizität. Ach, komm jetzt hier. Nochmal. Da. Da. Jetzt, wo du wieder trocken bist, musst du beide Generatoren gleichzeitig elektrisieren mit einer... mit einem Kreiszauber. Halte die Umschalttaste gedrückt und drücke dann die rechte Maustaste. Jetzt, wo du wieder trocken bist, musst du beide Generatoren gleichzeitig elektrisieren mit einem Kreiszauber. Drücke und halte die rechte Maustaste gedrückt. Verstehe. Weiter geht's. Arkan. Der Generator für die nächste Tür ist zu weit entfernt, um sie mit Blitzen alleine zu erreichen. Blitze und Erde können nicht kombiniert werden, da sie sich aufheben. Füge also einen Zauber ein, arkane Elemente hinzu, um diese Reichweite von Blitzen zu vergrößern. Ein paar arkane Elemente, ein paar Blitze... Und sehr schön. Ja, ich verstehe, wie es funktioniert. Und das Spielprinzip ist echt cool. Von Treupunkt. Der Keller ist überflutet. Ah, hier unten. Oh, oh. Ich glaube, ich bin gestorben. Ja. Jetzt hätte ich mal warten sollen, lieber lesen sollen. Okay, der Keller ist überflutet. Bla, 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 bla. Nochmal. Also, was steht hier? Der Keller ist überflutet. Wie allgemein bekannt, können Zauberer nicht schwimmen, aber keine Sorge. Kälte verlangsamt nicht nur Feinde, man kann sie auch nutzen, um Flüssigkeiten wie Wasser zu befrieren. Gefrieren. Also, gerade volle Kraft. Ja, sehr schön. Wasser. Okay, mit Wasser müssen wir Feuer löschen. Wasser machen wir mit Q. Ah, wir müssen hier durch. Haha, das Spiel ist echt cool. Vor langer Zeit meinte ein alter Zauberer, es wäre eine gute Idee, diesen Stampfer einzubauen. Er hat sich aber nicht als sonderlich nützlich erwiesen. Aber schau mal, da ist eine alte Magiewälze im Regal. Vielleicht hilft es dir, den Stampfer zu passieren. Schauen wir doch mal, was da drin steht. Mit Hast solltest du den Stampfer passieren können. Navigiere mit dem Mausrad durch die Magieleiste. Ist Hast ausgewählt, wenn die benötigten Elemente im Hintergrund deine Zauberleiste angezeigt? Okay. Ah, hier, wenn ich mit Mausrad drehe, habe ich anscheinend noch Hast. Mit Hast solltest du den Stampfer passieren können. Navigiere mit dem Mausrad durch die Magieleiste. Ist Hast angewählt, werden die benötigten Elemente im Hintergrund deiner Zauberleiste angezeigt. Ah, okay, verstehe. Also ich brauche Blitz, Feuer, Blitz, Erde, nee, Blitz, Luft und Feuer. Und jetzt habe ich Hast. Mit Leertast. Schauen wir mal. Na dann los. Das wird knapp. Oh. Ganz geil. Bam. Hey, das Spiel ist echt cool. So. Okay. Oh, da scheint... Die nächste Tür kann nur durch das Umlegen des Hebels auf der anderen Seite des Raums geöffnet werden. No, ist ja nicht schwer. Sieht für mich fast so aus, als würde da eine Art Boss auf mich warten.
Okay. Mit E habe ich einen... Boah. Nutze Schilde, um dich von seinen Fernangriffen zu schützen. Du kannst Schilde aufwerten, um ihren Widerstand zu vergrößern, indem du wiederholt die Leertaste antippst. Besiege, siehe da, schauen den Augentyrannen. Okay. Ach, ich mach das ganz einfach jetzt. Du Bastard. Oh. Oh, da muss ich jetzt E drücken. Ich mach das einfach so hier. Keine Chance, du Bastard. Ja. Ganz geil. Okay. Wir haben es nach draußen geschafft. Super. Wow, ihr habt es geschafft. Wir haben, siehe da, schauen, runtergeschickt. Euch zu suchen. Ja, ganz toll. Ja, hier unseren Schoß. Pizza. Ihr müsst ihn verpasst haben, wie auch immer. So Bastard, da schicken einfach mir so ein Monster darunter. Element Wiederbelebung. Verwirrung? Vielleicht wäre es auch besser, ihr geht, bevor noch mehr Unfälle passieren. Ja, Unfälle, ne? So. Okay, ich würde sagen... Ich beende den ersten Part jetzt mal hier an dieser Stelle. Ich wollte das Spiel einfach mal ausprobieren und ich finde es echt super. Ich denke, ich werde das auch weitermachen, parallel zu Star Wars. Und ich kann die einfach angreifen. Warte, da will ich jetzt was ausprobieren. Bam, 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 bam. Okay. Okay, wie gesagt, an dieser Stelle beende ich jetzt sonst noch das Let's Play, bevor hier noch ein Massaker passiert. Wir sind ja schließlich hier nicht bei GTA. Und dann würde ich sagen, haut rein, Leute, und wir sehen uns zum nächsten Video auf meinem Kanal. Ciao.